Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Heute kommen wir zum aktuellsten, wenn man so will. Patch 20.8 ist jetzt schon seit 2 Tagen da, wenn das Video kommt. Aber es war jetzt auch nicht so wichtig, das innerhalb von einer Sekunde zu machen. Ich dachte, das Add-on und das Sonnenwendfest waren wichtiger. Insofern, ja, wir legen los und gucken uns an, was die Patch-Notes 20.8 ins Spiel gebracht haben. Ab dafür! So, da sind wir. Hallöchen. Also, Patch 20.8 muss noch besprochen werden. Wir haben erst das Sonnenwendfest und natürlich die Erweiterung Vereinten Sturmwind besprochen. Guckt euch die letzten Videos an, wenn ihr dazu genaues wissen wollt. Da oben sollten die Links auch da und hier erscheinen. Hier werden wir das natürlich nur alles einigermaßen kurz durchgehen, wenn es halt dazu kommt, wenn dass es hier in meinen Patch Notes erscheint. Aber ansonsten gehen wir da jetzt nicht nochmal genauer drauf ein. Dafür haben wir, wie gesagt, die letzten Videos. Patch 20.8 gibt es schon seit 2 Tagen, die meisten von euch haben also schon einiges davon gesehen. Wir gehen es trotzdem nochmal durch und vielleicht erfährt der eine oder andere noch etwas Neues. Also natürlich ist das Vorbesteller-Bundle an den Start gegangen. Also ihr könnt euch wie immer mit dem großen Bundle mit Heldenskin und goldenen Legendaries, Battlegrounds-Perks eindecken. Oder das kleine Bundle mit 60 Packs, 2 Legendaries. Die Bundles sind mit der Zeit größer und besser geworden. Aber vom letzten Mal, also vom Brachland, jetzt zum Allianz-Addon hat sich, glaube ich, nichts geändert. Also Pack-technisch gesehen ist es, glaube ich, alles das Gleiche mit den Legendaries auch. Das Einzige, was anders ist, ist, es gibt den Tavernenwirt, den Barkeeper, die Barkeeperin Venari für den Schlachtfeldmodus. Also es gibt jetzt auch einen Schlachtfeld-Skin. Den kann man aber auch solo kaufen. Also die nur Battleground-Spieler können den hier auch für 10 Euro solo kaufen. Das zumindest ist ja auch eine ganz nette Sache, dass das geht. Ich bin gerade immer noch schwer am Atmen. Ich bin vor 10 Minuten die Treppen hoch und runter gelaufen, deswegen entschuldigt bitte meine schwere Atmung. Aber das dauert jetzt noch 30 Minuten, deswegen wollte ich nicht so lange warten. Das ist der E-Sportler in mir, der scheinbar nicht vernünftig Luft bekommt. Ja, zu den Giveaway, Vorverkaufspaketen, die könnt ihr bis zum 3. August, also da kommt die Erweiterung raus, könnt ihr euch da Zeit lassen. Ihr könnt das auch einen Tag vorher noch kaufen, ihr müsst euch da jetzt nicht stressen. Am Sonntag gehen hier auf dem Kanal Giveaway-Videos hoch. Also erstmal ein Video natürlich, wo wir 1, 2 Pakete raushauen. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte sein. Wir hauen hier einige Vorpakete raus, hier auf YouTube, eventuell noch auf Geed. Insofern bleibt hier am Start, guckt euch die Videos an und verfolgt auf jeden Fall auch gerne das Giveaway-Video, welches Sonntag auf jeden Fall 1 an den Start geht. Ja, ich bin nicht der Einzige, der solche Videos macht. Insofern, wie gesagt, ihr könnt gerne warten, bis ihr die Sachen kauft, bis kurz vorher, weil es gibt, bei mir könnt ihr was gewinnen und es gibt auch einige andere YouTuber, Twitcher, Twitterer, die solche Sachen verlosen. Wenn ihr da also mitmachen wollt, dann wartet ruhig, weil wenn ihr es schon gekauft habt, dann könnt ihr es nicht mehr gewinnen. Ja, dann gibt es, wenn ihr euch einloggt, den guten Dungeon-Meister, Flugmeister Dunga. Den könnt ihr jetzt schon spielen. Also ihr loggt euch ein und ihr bekommt diese Legendary geschenkt. Das machen sie ja auch immer so. Das ist eine nette Karte. Die geht halt dormant für einen 3 oder 5 Turns. Ich habe die Karte auch schon mal in dem Add-on-Video besprochen, also will ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Also sie geht dormant, du wählst halt aus, willst du das, willst du das, willst du das. Hier kriegst du halt ein bisschen Board, hier kriegst du Heilung, hier machst du Damage. Hier ist er ein Turn dormant, hier 3 Turns und hier halt 5 Turns. Ist eine wirklich nette Karte, die bekommt ihr, wenn ihr euch einloggt, also tut es auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu ganz vielen Battlegrounds-Updates. Die werden wir nicht besprechen. Also es gibt etliche Battlegrounds-Updates. Also insofern, für Battlegrounds-Spieler ist es ein sehr interessanter Patch. Wie immer gibt es diesen Link, also diese Seite in der Beschreibung. Ihr könnt ihr euch also selber durchlesen. Wir gehen jetzt mal eben alles schnell durch, im Sinne von ne, Ratter, Ratter. Ihr seht, neuer Held hier, neue Diener, dann ganz viele alte Helden, die wiederkommen mit anderen Fähigkeiten oder mit gebufften, genervten Fähigkeiten, keine Ahnung. Hier nochmal Diener, also es passiert wirklich eine ganze Menge. Dunkelmondpreise, das vielleicht kurz erwähnt, kommen in jedem vierten Game. Also nicht direkt in jedem vierten Game, aber zu 25% kommen sie zurück. Also ihr könnt 3-mal am Stück Dunkelmondpreise haben, ihr könnt aber auch 10-mal am Stück keine haben. Also zu 25% im Schnitt in jedem vierten Game kehren diese Dunkelmondpreise zurück. Und das finde ich eine nette Sache, weil immer muss ja nicht sein, aber so als Gimmick, was hin und wieder mal passiert, das finde ich tatsächlich eine nette Idee. Ja. Dann gibt es auch noch Updates für Duels, also auch die Duels-Spieler unter euch, was ich auch nicht bin und wo ich mich auch nicht groß auskenne, auch das werde ich nicht groß besprechen.
Auch da gibt es eine ganze Menge Updates. Hier seht ihr, einige Items werden geändert. Und einige Items wurden von T1 in T2 verschoben. Also die kriegt man halt ein bisschen später. Also Duels und Battlegrounds haben halt große Updates bekommen. Das ist halt nicht so meins. Aber könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet. Das Sonnenwendfest. Wie gesagt, hier wäre jetzt der richtige Moment für den Link. Wenn ihr alles zum Sonnenwendfest wissen wollt, dann folgt dem Link. Es startet auf jeden Fall am 6. Juli. Es geht bis zum 27. Es gibt ganz viele kaufbare Skins für Battlegrounds. Es gibt kaufbare Skins für Standard. Es gibt eine legendäre Questreihe. Und es gibt ein paar Brawls, ein paar Spezialbrawls. Das bringt das Sonnenwendfest ab dem 6. Juli mit sich. Dann gibt es einen neuen Münzenskin. Den hier bekommt ihr, wenn ihr alle 135 Karten aus dem neuen Addon habt. Ja, das ist das Pendant zu. Es gab eine Horde-Münze, das ist jetzt die Allianz-Münze. Wie gesagt, wenn alle 135 Karten hat. Und es gibt noch eine zweite Münze. Die wird dann Ende des Monats enthüllt. Wenn der neue Belohnungsweg enthüllt wird, ist auch natürlich wieder spannend. Ja, also es wird wahrscheinlich wieder eine Münze geben, wenn man diese 20 Euro für den bezahlten Belohnungsweg quasi hinlegt, dann wirst du wieder eine zweite Münze bekommen am Ende des Weges. Das wird auch wie vorher sein, gehe ich von aus. Wie die aussieht, ist aber noch nicht bekannt. Dann wurde auch Solo-Content wieder aufgespielt. Das heißt, ab dem 13. Juli könnt ihr Kurtrus spielen. Kurtrus ist der Söldner, der Demon Hunter Söldner. Die Geschichte von Kurtrus ab dem 13. Juli verfügbar. Natürlich gibt es wieder ein Demon Hunter Pack, wenn man die 8 Solo-Missionen schafft. Und das Buch der Helden, also die Geschichte der ersten neuen Standardhelden, geht am 20. Juli weiter, nämlich mit Gul'dan. Gul'dan ist nun wirklich kein Held, also Buch der Helden trifft auf Gul'dan nicht zu. Bei Gul'dan müsste es eher so Buch der Fieslinge sein oder so. Auf jeden Fall, der kommt am 20. Juli. Der wird dann wohl wieder mit einem Paket kommen. Also für 10 Euro könnt ihr 5 Hexenmeister-Packs kaufen und diesen Skin. Er ist okay, dieser Skin, aber ganz ehrlich, ich habe bisher noch nicht einen einzigen Buch der Helden-Skins gekauft, weil ich keinen komplett überzeugend fand. Der Skin hat eine coole Farbe, weil ich halt, ich mag Violett, ich mag Lila, deswegen finde ich die Farbe cool. Aber optisch finde ich jetzt, Gul'dan sieht jetzt nicht sonderlich geil aus. Und wenn man ganz ehrlich, der Original-Gul'dan-Skin ist cool, der 1000-Siege-Gul'dan-Skin ist cool, der T1 und der T2-Skin von Gul'dan sind ziemlich cool. Es gibt so viele coole Gul'dan-Skins und der hier, würde ich persönlich sagen, sieht schlechter aus als die meisten von denen. Insofern ist das auch kein... Es ist okay. Er ist in der oberen Hälfte der Helden-Skins, aber auch jetzt kein Highlight für mich. Aber ja, wenn ihr es haben wollt, 10 Euro wird es wohl wieder geben ab dem 20. Juli. Und natürlich könnt ihr auch die Story durchspielen und bekommt dann ja auch ein Hexenmeister-Pack. Und dann gibt es noch reichlich Fehlerbehebungen, die ihr euch, wie gesagt, selber durchlesen könnt. Eine Sache ist aber wichtig, der Nosdormu-Tag wurde eingeführt. Ich habe schon öfter mal darüber gesprochen auf Twitch, auf YouTube glaube ich auch einmal, weiß ich nicht. Es gibt den Nosdormu-Day, immer am 15. des Monats, also 15. Juli, 15. August, 15. September. Ist immer Nosdormu-Day, weil Nosdormu setzt die Zeit ja auf 15 Sekunden, also den Timer auf 15 Sekunden. Und Blizzard hat halt versucht, über Twitter oder über Social Media, dass die Leute sich Nosdormu ins Deck packen am 15. Das hat aber natürlich nicht geklappt. Das hat kein Mensch gemacht. Also ich habe es einmal gemacht, 3 Stunden lang. Und ich habe in 3 oder 4 Stunden ein einziges Game gehabt. Das macht dann natürlich keinen Spaß. Jetzt gibt es eine Quest. Ich gucke hier gerade kurz zu Hearthstone Top Decks. Also, eine Quest, die 1500 Erfahrungspunkte gibt. Also wenn ihr 3 Games mit Nosdormu spielt, müsst ihr auch gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob man gewinnen muss. Ich glaube, man muss sie nur spielen, dann bekommt ihr 1500 EP. Insofern, ihr werdet es sehen, dass ihr am 15. des Monats bekommt ihr eine Extra-Quest, kriegt 1500 Erfahrungspunkte für 3 Games mit Nosdormu. Alle haben gewonnen, Leute, die gerne Nosdormu spielen wollen, haben gewonnen, weil es passiert vielleicht öfter. Und der Rest kriegt auf jeden Fall Erfahrungspunkte, 1500 als Bonus obendrauf. Da kann, würde ich sagen, keiner meckern. Ja, das war es also schon. Ihr seht, Duels, Battlegrounds, das waren die Sachen, die großes Update bekommen haben. Ansonsten kann man halt vorkaufen. Es wurde ein bisschen Solo-Content aufgespielt. Es gibt eine Quest für Nosdormu Day. Ja, die Coin ist bekannt. Insofern, ja, warten wir jetzt auf das Sonnenwendfest und auf unsere legendäre Questreihe und natürlich dann aufs neue Addon, das ja auch sehr vielversprechend aussieht. Bleibt gesund und wir sehen uns hier ganz bald auf YouTube. Wir haben einiges zu besprechen, auf jeden Fall. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können.
Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.